So, jetzt haben wir wieder genug Platz auf der Platte, dass wir hier das Spiel jetzt noch zu Ende spielen können, vernünftig. Und dann wollen wir uns mal ranmachen, hier die Beweise noch zu finden in Fort Tilden, damit wir dann nicht so doof dastehen am Ende, ne? Und da es mit dem Zaun ja, glaube ich, nicht geklappt hat, mit dem Stein, probieren wir es am besten mal auf dem Schlauchboot aus und gucken mal, ob wir da was rausschneiden können vielleicht oder so. Das wäre ja ganz schick und das scheint zu funktionieren. Sehr schön. So, mit dem Gummistreifen könnte es gehen. Könnte was gehen, ist die Frage. Oben den Stacheldraht abdecken oder wie? Na, ja, wir probieren einfach mal. Allzu viele Wahlmöglichkeiten gibt es ja nicht. Ich benutze Gummistreifen mit Zaun. Ach, hier vorne, okay. Ach, das ist so ein Riesenstück. Ich dachte, das ist ja so ein kleines Teil, was vielleicht so handgroß ist oder so. Na gut, dann kletter mal. Ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen. Naja, gut. Okay. Und wir sind direkt im Lüftungsschacht hier gelandet. Das Stück, das haben sie uns jetzt direkt abgenommen zu laufen. Wir nehmen am besten mal die Brechstange hier mit. Die kann ich mit Sicherheit gebrauchen. Na Vor allem, klar. solange ich keine andere Waffe habe. Sicherlich kannst du das. Und dann wollen wir mal schauen. Der doofe Der Ventilator. Ventilator ist noch verkantet. Ach, gut. Genau wie Sie es erzählt haben. Das ist immer noch die Waffe, die Ray hier reingestopft hatte damals, als er geflüchtet ist. Ich glaube, das war Ray gewesen. Denn Jonathan hatte ja bloß einen Ziegelstein reingetan und dann zerschossen im Nachhinein. Ich nehme mal an, die Pistole können wir aber auch nicht mitnehmen, oder? Nee. Gut, dann können wir ja nur hier dem Gang folgen. Und kommen wir hier lang? Schauen wir mal. Hier waren wir ja noch gar nicht durch die Türen hier durch. Die ist unverschlossen. Unverschlossen, aha. Sieh mal an. Ach. Das sieht nach dem Turm aus, in dem der Junge aus Zelle 5 war. Na sowas. Da kommen wir ja im Warndepot jetzt raus. Und da ist ja auch das Treibstoffdepot. Treibstoffdepot, meine ich doch. Das muss das Tor sein, das er aufgesprengt hatte. Es ist wieder verschweißt worden. Es Ne? muss jemand hier gewesen sein. Das hast du gut erkannt. Dass sie sich extra die Arbeit machen, das zuzuschweißen wieder. Aber ich fand es ja sowieso schon etwas merkwürdig, wie das damals in die Luft geflogen ist, das Ganze hier. Einfach nur von der kleinen Benzintonne da. Irgendwo muss ich eine Waffe herbekommen. Waffe, mal überlegen. Wo haben denn die anderen ihre Waffen verloren? Haben die überhaupt ihre Waffen verloren, ist die Frage. Das Messer ist auch nicht mehr griffbereit. Und hier kommen wir auch gar nicht rein ins Treibstoffdepot, stelle ich gerade fest. Dann gehen wir erstmal auf den Hauptplatz. Ja, im Waffenlager war ja, glaube ich, nichts mehr, ne? Da hatten wir ja alles weggeräumt. So, den Brunnen können wir uns gar nicht anschauen. Ach, hier oben sind wir, okay. Tür. Gehen wir mal hier runter. Waffenlager, mal gucken. Aber müsste ja eh zu sein, ne? Ach nee, ist offen, okay. Aber ich glaube, hier war nichts mehr. Gehen wir nach hier, Dave. Ist alles offen, Mensch. Hier können wir doch, hier können wir Muni mitnehmen vielleicht, ja? Jawohl. Okay, ein Magazin habe ich. Warum nur eins? Warum nimmst du nicht noch ein zweites oder drei mit oder sowas? Gut, wir haben zumindest schon mal Muni, das ist schon mal was wert. Und hier kommen wir auch gar nicht mehr rein, also das ist jetzt, steht gar nicht zur Debatte hier. Nö, hier ist auch gar nichts, sehe ich gerade. Hier ist wirklich gar nichts mehr ansonsten. Okay. Joa, dann gehen wir wieder. Zur Not können wir mit den Patronen im Magazin werfen oder mit dem Magazin selbst. Das ist auch okay. Schön still ist es hier aber. Still, Still meine ich. So, das Gefängnis ist zu, wie Die Tür scheint. ist abgeschlossen. Na sowas. Okay, dann Hauptplatz. Was haben wir jetzt noch? Wir haben hier hinten noch das Treibstofflager. Ich bin mal hier groß, bitte die Ansicht. Hier hinten geht's zum Wachturm. Wir gehen mal zum Wachturm. Vielleicht hat jemand am Wachturm seine Waffe fallen lassen. Das ist der Wachturm. Das Mädchen aus Zelle 2 war hier. War sie. Auch wenn ich da zwischendrin die Logik nicht ganz verstanden hatte. Ach, ein Seil. Damit ist sie wahrscheinlich hochgekommen, hä? Das war ja der Punkt, den ich nicht verstanden hatte, wie sie wieder hochgekommen ist.
Aha, aber hier oben ist ein Messer, jawohl. Jetzt haben wir schon ein Brecheisen und ein Messer. Gut. Einstecken, schön. Durch wie viele Hände das Messer jetzt schon gegangen ist, ist auch unnormal. Gut, dann gehen wir mal wieder runter. Und schauen wir, ob wir hier vielleicht am Strand lang kommen oder so. Hauptplatz bloß, nee, schade. Ich dachte mir vielleicht, da wo Jonathan das Reh erschossen hatte, da hat er ja bestimmt... Ach nee, da hat er die Waffe mitgenommen, wenn ich mich recht entsinne. Ja, egal. So, haben wir hier noch was. Jetzt benutze ich schon wieder den Hotspot. Das will ich doch gar nicht. Ach, ist doch auch egal. Nee, ansonsten haben wir jetzt wirklich bloß eigentlich noch hier verdammt, die Baracke. Jemand hat die Tür zugeschweißt. Na sowas, die auch? Verdammt, jemand hat die Tür zugeschweißt. Willst du mich denn rollen oder was? Gut, wie kommen wir da rein, ist die Frage. Und ich habe leider keine Antwort drauf. Haben wir hier sonst nichts mehr, wo wir hingehen können? Gefängnis ist zu, Waffenlager waren wir schon. Da hinten ist nur das Treibstofflager. Wachturm. Was können wir mit dem Messer machen, ist die Frage. Wir haben ein Messer. Und das Messer müssten wir irgendwo drauf anwenden können. Vielleicht kommen wir... Wir könnten vielleicht in das Gefängnis irgendwie rein. Ach Mensch, das hackt ja aber gerade auch eklig. Das ist ja unschön. Ich frag mir, was hier los ist, ne? So, da gehen wir nochmal ins Treibstofflager. Wo wir immer noch gar nichts machen können. Und gehen zum Haupttor und dann schauen wir nochmal unten in den Kellergewölben nach, ob wir vielleicht nicht da irgendwie dann noch die anderen Wege ergründen können. So. Da können wir noch, von da sind wir gekommen, da geht's nicht weiter, gucken wir noch die Tür hier an. Eigentlich müsste die ja offen sein, wenn sie nicht jemand zugemacht hat wieder. Logik, ne? Eine wahnsinnige Logik. Was zur Hölle ist das denn? Probieren wir mal Delete. Bloß mal so. Ach nee, ist viel zu kurz, okay. Schade, hätte ja klappen können. Tja, dann kommen wir ja gar nicht weiter. Können wir vielleicht, wir müssten doch eigentlich hier oben weiterkommen, oder? Oder hier die Tür ist auch nicht. Krabbeln wir hier nochmal durch. Wir haben doch oben diesen Gang gehabt. Mich würde mal echt interessieren, was auf der anderen Seite dieses Ganges hier ist. Ach, wir kommen ja auch wirklich gar nicht mehr zurück. Okay, dann also wieder durch den Ventilator durch. Bitte mal etwas schneller. Und dann müssen wir wohl oben erstmal weiterschauen, bis wir irgendwo ein Passwort finden für diese Türe hier. So, durch da. Schneller. Los. I.O. Hier drin ist auch nichts mehr. Was können wir mit dem Messer machen, ist die Frage. Mensch, da muss es doch irgendwas geben hier. Den Brunnen konnte ich, glaube ich, auch gar nicht auswählen. Ja, ich musste mich jetzt entscheiden zwischen auswählen und anvisieren. Da ist ausvisieren dann fast rausgekommen, aber egal. Nee, der Brunnen ist Sense irgendwie. Oder beim Brunnen ist Sense. Hier ist nichts. Was soll ich denn tun? Mensch. Nochmal zum Wachturm. Allzu viele Möglichkeiten habe ich ja nicht. Hier ist auch nichts. Hier habe ich das Seil. Toll. Klettern wir nochmal hoch. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Da kann sich noch ein bisschen sportlich betätigen hier, unser Dave. Ne, oben ist uns auch nichts mehr. Gut, dann wieder runter. Vielleicht können wir uns ja ein Stück Seil abschneiden oder so. Hier, schneid mal. Nö, schade. Tja. Merkt man, dass ich ratlos bin? Ich bin ratlos. Nochmal hier rein. Ja, was ist denn hier? Ach so, Gefängnis. Ja, da wollte ich ja nicht hin. So, nochmal durch die Tür und ansonsten ist ja auch nichts. Schön. Beziehungsweise nicht schön, sondern doof. Hier ist auch nichts. Abgesehen von dem hier, wo ich die Muni aufgenommen habe schon. Ja, da gibt es auch sonst nichts.
Okay. Da können wir nur da hinten hin und da haben wir nichts. Das ist ja supi. Miau. Könntest du mal hier... Dass diese Pfeile zum Richtungswechsel oder zum Bildwechsel auch so klein sind, bloß ist auch manchmal ein bisschen nervig. So, nochmal zum Gefängnis. Wo wir immer noch genau gar nichts machen können. Die Tür ist abgeschlossen. Immer noch, gut. Hätte ja sein können, dass sie in der Zwischenzeit durchgerostet und aufgegangen ist dadurch. Ja, da kommen wir bis dahin. Treibstofflager waren wir schon. Gehen wir nochmal hier hin. Können wir vielleicht mal probieren. Ich meine, gut, die ist zugeschweißt, da bringt es das nicht viel, aber... Oder vielleicht hier die Gefängnistür, vielleicht können wir die aufmachen mit der Brechstange. Los! Mach schon! Er sagt nicht mal was dazu, super. Sowas kann ich ja leiden. Da geht auch nichts. Mist. Ach, kann doch nicht euer Ernst sein, oder? Muss doch irgendwas zu machen sein hier. Ich muss mich ausrüsten. Ich brauche eine Waffe. Toll. Die Hütte ist auch nicht zu betreten. Wachturm. Hier ist doch voll der Busch hinten. Da müsste man da eigentlich hinkommen können oder hingehen können. Mensch, das nervt mich gerade. Muss ich schon wieder echt einen Cut reinmachen und hier rumprobieren, oder? Shit, ey. Ja, da mache ich jetzt einen Cut rein und schaue ja mal, was ich machen kann. Probiere mal fröhlich rum und wenn ich was gefunden habe, dann schaue ich wieder vorbei. Also, wir sehen uns gleich wieder. Jo. Ja, jetzt musste ich doch tatsächlich mal in einen Walkthrough reingucken. Leute, da wäre ich niemals drauf gekommen, ganz ehrlich. Es geht weiter an dieser Tür. Es gibt offenbar nirgendwo einen Hinweis dafür. Ich habe nichts davon gelesen, dass es irgendwo einen Hinweis gibt. Aber wir müssen in dieses Codeschloss ein Wort eingeben. Und ich wäre wirklich niemals drauf gekommen. Das Codewort, das wir benutzen müssen, ist das, was der Titel der Operation, die wir hier miterlebt haben, oder dieses Projektes, nämlich Goliath. Und dazu müssen wir erstmal G drücken, dann das O ist ja die dritte Stelle, deswegen müssen wir dreimal diesen Buchstaben drücken hier, oder diese Taste. Dann dreimal das L. Dann hier dreimal. Da muss man erstmal drauf kommen. Also, ehrlich gesagt, wirklich, ich wäre niemals drauf gekommen. Das muss ich ganz ehrlich zugeben, ich hätte das Spiel nicht durchspielen können, gut. Ich brauche eine Waffe. Was? Waffe? Wo soll ich denn die jetzt hernehmen? Soll ich hier irgendwie mit dem Moment. Ich probiere mal die Brechstange mit dem Ventilator, das auszuwechseln. Mit der Brechstange könnte es gehen. Ja, das habe ich ja... Aha! Schnieke, aber nicht die Waffe auf die falsche Seite transportieren. Sehr gut. Dann haben wir jetzt eine Waffe, eine geladene und ein Messer und das Brecheisen ist auch direkt weg. Okay. Sehr schön und dann können wir jetzt weitergehen. Mal schauen, was hier kommt. Ich bin sehr gespannt.